schenken und helfen im Advent. Liebessprachen. An vielen Orten wurden in den letzten Tagen viele Pakete gemacht. Nicht nur in Horb, sondern ganz vielen Orten wurde Aktion Weihnachtspäckli unterstützt. Und gestern waren viele von uns mit dabei, haben dort angepackt, Leute angesprochen, die haben gespendet, haben unterstützt. Selbst ist man einkaufen gegangen, Pakete wurden zusammengestellt. Und wir dürfen jetzt als Einstieg in diese Predigt zu dem passenden Thema Schenken und Helfen einen kurzen Fotorückblick von Aktion Weihnachtspäckli anschauen. Das hat uns Rolli zusammengestellt. Ja, gestern in Horb beim Adventsmarkt ging es los. Die Pakete werden dann zusammengestellt und in 7 verschiedene Länder gebracht. Ich habe 2 Frauen angesprochen, die davor in die Migro hineingehen wollten, habe ihnen die Aktion Weihnachtspäckli vorgestellt. Dann sagten sie, Englisch, please. Und dann habe ich es auf Englisch versucht. Und es stellte sich heraus, die beiden Frauen kommen aus der Ukraine. Und dass sie gehört haben, dass da Pakete gepackt werden, um in ihr Land und ihre Gegend zu kommen. Die gingen ins Migro und kamen mit 2, 3 Guetzli und Schoki zurück, legten es in unseren Einkaufswagen und sagten, es tue ihnen leid, dass es so wenig sei. Aber es hat mich total berührt. Sie haben etwas von dem, was sie haben, eingekauft, um es weiterzuschenken. Ja, oder jemand sagte von unseren Mitarbeitern, es ist doch gut, nicht nur spenden, sondern auch richtig anpacken. Und das fühlt sich einfach anders an, oder wenn man dann noch etwas, ein Produkt hat, das man geben kann. Aber andererseits waren da auch Leute, ich erinnere mich an ein Ehepaar, das an den Stand kam, sehr berührt war von dieser Aktion. Und dann haben sie überlegt, wie können wir das unterstützen? Sollen wir selbst ein Paket packen? Und haben dann realisiert, dass es noch ziemlich kompliziert ist, alle Einzelteile selbst einzukaufen. Und dann haben sie uns eine großzügige Spende gegeben und wollten es auf die Art unterstützen. Also spenden, schenken und helfen, beides zusammen ist nötig. Die Helfer ohne die Spenden hätten nichts einpacken können. Und die Spender ohne die Helfer hätten jetzt einfach einen Haufen leere Kartonschachteln und Einkaufswagen voller Produkte. Es braucht beides, schenken und helfen, das ist Liebe in Aktion. Mich hat das sehr berührt. Danke allen, die da mitgemacht haben, die das organisiert haben, die einfach irgendwo mit dabei waren, auch im Gebet. Danke viel, viel mal. Liebe in Aktion. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, sagt man. Und darum möchte ich in dieser Adventszeit zeigen, wie wir Liebe in Aktion ausdrücken können, nämlich mit verschiedenen Liebessprachen. Was meine ich mit Liebessprachen? Ein Beispiel. Jemand sagt, ich beschenke dich die ganze Zeit und du nörgelst trotzdem an mir herum, dass ich dir zu wenig Liebe zeigen würde. Und die andere sagt, ja, ich merke schon, dass du mich beschenkst. Aber was nützt es mir, die 20 Geschenke da anzuhäufen, wenn ich die ganze Zeit abstauben muss? Ich bräuchte Hilfe. Und die beiden sprechen eine unterschiedliche Liebessprache. Die erste Person spricht die Liebessprache des Schenkens und sagt, ich schenke, ich schenke, ich schenke, ich zeige doch dir meine Liebe. Merkst du das denn nicht? Und die andere sagt, Hilfe. Das wäre das, was ich brauchen könnte. Das spüre ich am besten, dass du mich liebst, wenn du mir hilfst. Und da gibt es manchmal krasse Missverständnisse zwischen in Familien, zwischen Ehepaaren, in Gruppen, einfach weil man eine andere Sprache spricht, eine andere Sprache der Liebe. Die Missverständnisse gab es auch bei den beiden Ukrainerinnen, die hätte es geben können. Wir haben dann eine gemeinsame Fremdsprache benutzt, das Englisch, und haben uns so verständigt. Ich habe die Wörter nicht ganz hingekriegt und sie haben wahrscheinlich auch irgendwo Mühe gehabt, alles genauso zu sagen. Liebessprachen sind manchmal auch Fremdsprachen. Nämlich, wenn ich jetzt lernen möchte, dem anderen Geschenke zu machen, damit er endlich versteht, dass ich ihn liebe,
weil er die Liebessprache der Geschenke hat. Oder umgekehrt, dass ich mich mal sage, okay, jetzt gehe ich nicht ins Migros und kaufe eine Rose, sondern jetzt gehe ich einfach nach Hause und helfe. Auch wenn ich das nicht so gut kann. Das ist sowieso immer eine Ausrede. Ich kann es nicht so gut. Aber es gibt Dinge, die liegen einem mehr und Dinge, die liegen einem weniger. Versteht ihr das mit den Liebessprachen so ungefähr, was ich damit meine? Es braucht alles, es gibt verschiedene Sprachen der Liebe, es braucht alles, um Liebe zu zeigen, aber das eine verstehen wir besser als das andere. Das eine können wir besser als das andere. Ein Berater hat 5 Liebessprachen herauskristallisiert aus seinen Beratergesprächen. Dass das Schenken und Helfen sind schon 2 solche Sprachen. Die haben dann sogar noch verschiedene Dialekte, oder so, wie hilft man und so weiter. Es gibt noch weitere 3 Liebessprachen, nämlich Zeit zu verbringen, einfach da die Kaffee-Leute, oder die Kaffee trinken, also das kann eine Liebessprache sein und für andere ist es, Mensch, hey, können wir mal zur Sache kommen, jetzt schon wieder 2 Stunden Kaffee, das ist langweilig. Aber das ist eine Liebessprache, 2 Stunden zusammenhöckeln und Kaffee trinken, das kann jemanden richtig erfüllen, oder? Das ist die Zeit. Es gibt die Liebessprache der Worte, das ist ganz offensichtlich. Und da gibt es ganz verschiedene Dialekte. Es gibt die Worte der Ermutigung und des Lobes. Es gibt die Worte der Anerkennung. Es gibt verschiedene Arten von Worten, wie man das ausdrücken kann, dass man jemanden schätzt, dass man jemanden ehrt. Und das ist auch eine Liebessprache für sich. Und dann gibt es noch die Berührung als Liebessprache. Zärtlichkeit. Aber auch kollegiale Berührung. Schon nur das Händeschütteln, das wir jetzt während Corona verzichten mussten. Da war ein Box maximal, oder? Was ist das für eine Berührung? Man versucht dann auch Liebe auszudrücken mit dieser Faust. Das ist schwierig. Aber eine Umarmung, die Begrüßungsküsse, was immer. In der Bibel gab es diese Aufforderung, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Was das genau ist, kommt dann bei der Liebessprache der Berührung. Das ist nicht heute. Worum geht es also? Merkt bei diesen 5 Liebessprachen, es geht nicht einfach um Ehepaare oder um Familien, sondern auf jede Art und Weise, wie wir unseren Mitmenschen Liebe ausdrücken können. Ganz, ganz praktisch zeigen, wie Liebe in Aktion kommt. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum dein Nachbar misstrauisch ist, obwohl du ihm ab und zu ein Geschenk vor die Türe legst? Vielleicht hat er nicht die Liebessprache des Schenkens. Finde heraus, welche Liebessprache der Nachbar hat und drück ihm deine Wertschätzung auf die Art aus, die er versteht und staune darüber, wie er plötzlich reagiert. Das Misstrauen bei den Geschenken kann ja noch nachvollzogen werden. Es könnte ja vergiftet sein, oder? Ich weiß es nicht. Das ist das Zwischenmenschliche. Und jetzt finde ich es ganz spannend. Auch Gottes Liebe können wir in unterschiedlichen Liebessprachen weitergeben, weil Gott selbst all diese Arten, die Liebe auszudrücken, meisterhaft spricht. Er ist wahnsinnig gut in Worten. Worten, die er an uns richtet, die uns aufatmen lassen. Er ist so stark darin, uns zu berühren, im Herzen, in der Seele zu berühren, aber uns auch zu berühren durch seinen Leib, durch seinen Körper. Wer ist der Körper von Jesus? Die Gemeinde. Wenn die Gemeinde jemanden berührt, berührt Gott diese Person. Gott ist wahnsinnig gut darin, Zeit zu verbringen. Er hat alle Zeit. Wenn wir in Hektik und unterwegs sind, Gott hat alle Zeit der Welt. Und er verbringt diese Zeit mit uns sehr gerne. Er ist wahnsinnig gut darin, uns zu helfen. Und wir werden heute einen kleinen Bericht, Einblick sehen ins Leben von Marco, wie Gott ihm geholfen hat. Und Gott ist wahnsinnig gut darin, zu schenken. Das schauen wir heute noch an. Und wir können genau auf dieselbe Art und Weise auch Gott
unsere Liebe zeigen, indem wir ihn loben mit Worten, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir ihm Geschenke machen. Am liebsten hat Gott es, wenn wir uns ihm selbst schenken und indem wir ihm helfen, vor allem darin helfen, die Welt zu retten. Es gibt doch dieses Lied, ich muss noch kurz die Welt retten. Das machen wir besser nicht aus uns. Gott hat das schon sich auf die Fahne geschrieben. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er möchte, dass wir ihm helfen dabei. Und ja, wir können auch Jesus berühren. Denn Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt in meinem Namen, das habt ihr mir getan. Wenn ihr jemanden einkleidet, weil er nackt ist oder zu wenig hat, dann habt ihr mich eingekleidet. Wenn ihr jemandem Essen und Trinken gebt, dann habt ihr mir Essen und Trinken gegeben. Ihr berührt mich, wenn ihr Menschen helft. Das ist Wahnsinn. Ja? Und wir wollen uns auf dieses Thema einlassen. Und das kann uns enorm bereichern, wenn wir diese Vielfalt merken. Hey, helfen und schenken als ein Ausdruck der Liebe, aber auch die anderen drei Liebessprachen. Und dann wird es uns aber auch herausfordern, weil wir vielleicht auch eine Fremdsprache der Liebe lernen müssen. Ich habe das vorhin gerade angetönt. Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir nicht einfach sagen, ja, ich bin einfach gut in Worten und helfen und schenken, das kannst du bei mir vergessen. Warum sollten wir uns trotzdem aneignen, auch anderen helfen zu wollen oder zu schenken im Namen von Jesus? Ich möchte das kurz begründen, warum das wichtig ist. Ihr kennt ja das Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Wahrscheinlich kennen das alle, oder? So wie du mir, so ich dir. Kennt ihr das? Zeig das mal schon. Ja, okay, dann bin ich doch nicht falsch. Ich habe schon befürchtet, dass das unbekannt ist. Und wann brauchen wir das vor allem? Wir brauchen es meistens dann, wenn uns jemand verletzt. Dann geben wir zurück. Wie du mir, so ich dir. Aber der Schuss kann ja auch hinten rausgehen, oder? Nämlich, dass der andere mir dann auch zurückgibt. Sogar dann, wenn wir es blöderweise einander missverstanden haben. Und das beobachte ich immer wieder. Da will einfach jemand ganz normal wertschätzend sein und der andere versteht das sogar als Verletzung oder Beleidigung und zahlt ihm das zurück. So Missverständnisse können zu ganz schlimmen Dingen führen, wenn wir nach dem Motto handeln, wie du mir, so ich dir. Ich habe ein besseres Motto. Da hat Hans uns auch schon mal in eine Predigt mit hineingenommen zu dem Thema. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Das kann ich euch mit einer glasklaren Bibelstelle belegen. Die sollte jetzt hier auftauchen. Mal schauen. Kannst du mir schnell helfen, Raffi, dass es weitergeht? Yes, das ist es. Glasklar, kurzer Satz. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist der Beleg. Die erste Liebe, was ist die erste Liebe? Das ist die Liebe Gottes zu uns. Er hat uns zuerst geliebt. Die erste Liebe kommt von Gott und wir lieben, weil Gott uns geliebt hat. Also eben, wie Gott mir, so ich dir. Warum sollten wir uns also die Mühe nehmen, eine breite Palette von Liebessprachen zu lernen, auch wenn wir es nicht können, weil Gott uns zuerst geliebt hat, und zwar mit der vollen Palette, mit allen Liebessprachen, die denkbar sind. Und ich schiebe noch eine zweite Bibelstelle nach, die belegt, warum das so wichtig ist. Hier steht, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen, dann tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl. Steht in Philipper 2, Vers 1 und weiter steht in Vers 2, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, indem ihr einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Vers 3, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Und noch einen hintendrein. Denkt nicht nur
an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Darüber müsste man eine ganze Predigt machen. Mache ich jetzt nicht noch ausführlicher dazu, sondern ich gebe diese Bibelstelle auch mit nach Hause, Philipper 2, die ersten 4 Verse. Ich möchte hier an dieser Stelle einfach kurz beten. Lieber Gott, lieber Vater, am Anfang steht deine Liebe. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt. Deine Liebe ist ungetrübt. Deine Liebe ist für uns und nicht gegen uns. Deine Liebe ist rein und heilig. Deine Liebe ist gut. Am Anfang hast du uns geliebt. Und du hast uns geliebt, indem du auf uns zukommst und deine Hand reichst und sagst, ich kenne dich. Ich kenne deine Verletzungen, ich kenne deine Schmach, ich kenne auch deine Schuld. Ich kenne das, was dein Leben schmutzig gemacht hat. Und ich habe einen Weg, damit du mit mir in Gemeinschaft kommen kannst, damit du die Liebe, die ich zu dir habe, wirklich voll genießen und empfangen kannst. Und so bitte ich dich, Jesus Christus, in deinem Namen, komm. Komm in diese Adventszeit, in unsere Leben hinein, dass wir berührt sind von deiner immensen Liebe und diese Liebe auch weitergeben können. Heile uns dort, wo wir uns ungeliebt fühlen, wo wir uns von Menschen vernachlässigt fühlen und manchmal auch von dir. Komm und fülle dieses Loch aus, damit wir die Sprache der Liebe sprechen können. Denn die Welt hungert nach Liebe. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass deine Liebe bis zum hintersten Winkel auf dieser Erde kommt. Dass die Botschaft deines Evangeliums bis zum hintersten Winkel dieser Welt kommt. Darum geht es. Hier sind wir. Da ist mein Herz. Es gehört nur dir. Amen. Helfen und schenken in der Adventszeit. Ich möchte einfach mal hineinschauen. Gehen wir in die Geschichte, wie Jesus geboren wurde. Und wir werden in Matthäus 1, 18 bis 2, 12 diese Sprachen der Hilfe und des Schenkens einfach entdecken. Lass mich die Geschichte einfach zusammenfassen. Die Geschichte beginnt mit Maria. Sie ist verlobt mit Josef. Und nach ihrer Hochzeit, noch vor ihrer Hochzeit, wird sie schwanger durch den Heiligen Geist. Und Josef, ihr Verlobter, wollte aus Liebe der Maria helfen und sie verlassen. Sie nicht öffentlich an den Pranger stellen, dass sie schwanger von einem anderen sei. Er wollte ihr helfen. Aber der Engel des Herrn half Josef. Während einem Traum sprach er zu ihm: Heirate Maria, ihr Kind ist vom Heiligen Geist. Nenne ihren Sohn Jesus, denn er wird seinem Volk aus ihren Sünden heraushelfen. Und Josef nahm also die Maria zu sich, zur Frau, und als das Kind zur Welt kam, gab er ihm den Namen Jesus. Das geschah dann in Bethlehem in Judäa. In dieser Zeit kamen Sterndeuter. Sie kamen aus dem Osten und fragten in der Hauptstadt Jerusalem, wo der neugeborene König der Juden sei. Das brachte einige Unruhe ins Königshaus Herodes, zu den Priestern, zu den Schriftgelehrten. Aber irgendwann fanden die heraus, wo der Messias, der neue König der Juden, geboren werden sollte. Und sie halfen den Sterndeutern, indem sie sagten, in Bethlehem. Da half ein Stern, diesen Sterndeutern an den Ort zu kommen, an den genauen Ort, wo das Kind lag. Sie freuten sich mega, als sie in das Haus kamen. Sie fanden das Kind, sie fanden seine Mutter Maria und sie beteten das Kind an. Sie beugten ihre Knie und dann öffneten sie ihre Truhen und schenkten Gold, Weihrauch, Myrrhe. Helfen und schenken. In dieser Geschichte, ich habe es natürlich irgendwo
ausgeschmückt, wo da seine Hilfe war. Die Geschenke, die liegen auf der Hand. Das ist offensichtlich Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und es steht im ganzen Abschnitt, wenn ich in der Bibel das nachlese, auch nirgends das Wort Liebe. Das war ein Ausdruck der Liebe, deswegen, weil Josef Maria liebte und so weiter, oder weil Gott den Josef liebte. Das Wort Liebe kommt gar nicht vor. Und doch trieft der ganze Abschnitt, die ganze Geschichte von Liebe. Es trieft von der Liebe Gottes zu den Menschen, es trieft von der Liebe von Josef und Maria zueinander, es trieft von der Liebe, die die Sterndeuter dann diesem Kind in der Anbetung brachen. Das ist voll, voll, voll von Liebe. Wie Gott mir, so ich dir. Können auch wir Gottes Hilfe und seine Geschenke heute erleben? Und jetzt möchte ich den Marco für beten, dass wir miteinander über deine Geschichte, wie du Gott erlebt hast, sprechen können. Genau, das ist unser Talk, mitten in der Predigt. Was, wenn wir Gottes Liebe... Nein, dann kannst du nicht zurückgehen. Genau der. Gott hilft und schenkt. Gott ist in Situationen hier, wenn man ihn braucht. Das habe ich so aufgeschrieben. Also jetzt reden wir Schweizerdeutsch, gell? Haben wir abgemacht. Wow, kommen wir dir auch. Cool, hallo zusammen. Hey Marco, du hast in diesem Jahr 2022 Gottes Hilfe wirklich sehr eindrücklich erlebt, gell? Ja, das ist so, ja. Man könnte sagen, er hat dir auch Gesundheit oder sogar das Leben geschenkt. Genau. Also Hilfe und Schenken, hast du beides erlebt von Gott? Alles miteinander, ja. So stark. Es hat letztes Frühling angefangen, als wir das Gemeindewochenende hatten, so in dieser Zeit. Wir waren als Gemeinde miteinander unterwegs. Du warst auch dabei gewesen. Und als du heimgekommen bist, ist es dir nicht gut gegangen. Erzähl uns doch, was ist passiert. Ja, ich hatte dort ja am Morgen noch eine Operation gehabt und dann sind wir ins Gemeindeweekend. Ist eigentlich alles gut gewesen nach der Operation. Ich habe mich wohl gefühlt. Und dann sind wir am Sonntag heim. Ist auch noch gut gewesen. Und dann habe ich mit meinem Bruder noch ein bisschen gegamed, also bei dem PS4. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich gehe schnell und rauchen. Bin ich, habe ich das gemacht und dann ist es mir irgendwie mega schlecht geworden. Ich habe auch gefühlt, dass ich irgendwie da im Bauch hinein alles wehtun hat. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ist ja nichts Schlimmes, nimmst du vielleicht eine Tablette, vielleicht sind es einfach Schmerzen, die ich hatte. Und dann am anderen Tag habe ich das der Rebbe gesagt, hat sie gesagt, ruf dich sofort am Spital an. Weil ich immer noch die Schmerzen hatte. Dann das war am Montag, genau. Am Montagmorgen habe ich ins Spital angerufen. Dann haben sie mir gesagt, ja, nein, ich müsse ihm zuerst am Hausarzt anrufen. Es war immer so ein bisschen heiß hin und her. Und dann beim dritten Mal habe ich mir ins Spital angerufen. Dann haben sie mir gesagt, ja, sie können in den Notfall gehen. Und ich sagte, ja, gehe ich in den Notfall. Und dann schlussendlich ist herausgekommen, dass ich muss oben bleiben. Also sie haben eine Untersuchung gemacht, genau. Was haben sie herausgefunden? Ich hatte eine Infektion mit einer kleinen Blutvergiftung. Dann hat es geheißen, ich muss oben bleiben. Nachher bin ich morgen um 4 Uhr bin ich operiert worden. Also um 4 Uhr in der Nacht? In der Nacht, genau. Also du hast ja so lange mit diesen brutalen Schmerzen... Genau. Gut, du hast Medika, glaube ich. Ja, ja. Habe ich Medikamente bekommen und nachher morgen um 4 Uhr bin ich operiert worden. Ja. Und nachher musste ich oben bleiben und dann... 2 Tage später bin ich dann wieder operiert worden. Und einfach so, das ist so ein Wackverband, das von innen reinigen. Und das müssen wechseln und das war 5-mal, was das müssen wechseln. Du hast also bei jeder Operation eine volle Narkose, genau. 5-mal operiert worden. Jawohl. Vorher schon mal eine Operation vor dem Gemeindewochenende, gibt es 6. Und nachher hast du, glaube ich, später auch noch eine Operation gehabt im Jahr. Hast du noch etwas anderes gehabt? Du hast 7 Operationen mit Vollnarkose gehabt. Genau. Wow. Und irgendwann hast du wieder heim können, aber wie ist es dir gegangen in dieser Geschichte? Also, du hast mir erzählt, du warst so richtig verzweifelt gewesen. Ich meine, du hast ja, du glaubst ja auch an Gott und an Jesus, hast gebetet. Also ich habe eigentlich
immer, ich habe schon immer gedacht, dass es bei mir ist, aber irgendwie war ich dann wie so ein bisschen verzweifelt gewesen und habe immer gebetet. Und ja, zuerst habe ich eigentlich irgendwie gar nichts gespürt, dass er bei mir ist, sorry. Ja, und dann habe ich halt einfach immer gebetet und schlussendlich ist er dann nachher, hat er gleich geholfen. Wie hast du das erlebt? Also, du hast ja richtig grob gebetet, gell? Jetzt ja. Hilf mir da irgendwie so. Also, mach mal ein Beispiel, wie das tönt hat. Ja, ich kann aber anständig, gell? Okay. Ja, also ich sage es jetzt immer anständig. Ich habe ein bisschen über Gott geflucht. Und dann habe ich wie gespürt, dass auch wenn ich über ihn geflucht habe, dass er mir geholfen hat. Ja. Also es hat dich gedacht, wie er was zu dir sagt? So, er hat zu mir einfach gesagt, hey, hab keine Angst, ich bin bei dir. Lass dich einfach fallen, ich helfe dir. Ja, wow. So war es wirklich. Und das hat was ausgelöst bei dir? Es ist mir nachher irgendwie so einfach warm geworden im Herz und dann konnte ich einfach fallen lassen. Und ein Donnerstag, als ich im Spital war, habe ich einfach gedacht, jetzt mag ich nicht mehr. Mich hat so richtig angeschissen, dort oben zu hocken, die ganze Zeit und nichts machen. Ja. Und dort ist mir eigentlich bewusst geworden, dass Gott mir wirklich hilft. Und ich habe gesagt, Gott hilft mir. Ich will heim. Ich will wieder zu meiner Katze, ich will zu der Rebi heim und meine zwei Schildkröten. Ich will einfach nur heim, hilf mir. Und dort habe ich dann wirklich gemerkt, dass Gott wirklich hilft. Er hat gesagt, schau, du kannst heim, aber noch nie jetzt. Es ist wie so eine, einfach so, und ich denke, ja gut, okay, ich kann nachher heim. Ich warte jetzt einfach, bis ich heim kann. Gott hilft. Mhm. Ja. Es hat ja ein entscheidender Arzt noch gesagt, wie tragisch das eigentlich war bei dir. Also irgendwie das, was haben sie da gesagt? Also sie haben mir gesagt, nach dem, wo ich, also dem Tag, als ich heimgegangen bin, haben sie nachher mir gesagt, ja, ich hätte eigentlich sehr Glück gehabt, wenn ich einen Tag später gegangen wäre, wäre ich sehr wahrscheinlich gar nicht mehr da. Wäre ich, also, sagen wir auf Deutsch gesagt, also tot. Das hat mit dir, glaube ich, auch noch etwas gemacht, was du gehört hast. Ja. Ja. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, Gott hilft dir. Er hat dich vor allem ruhig gemacht. Irgendwie durch mit, du hast aber du hast wirklich so ein Teufel, so wie ein Taucher gemacht. Gell? Ja. Und jetzt irgendwo hast du das Gefühl, hast du mir das auch so gesagt, du möchtest eigentlich die Beziehung zu Gott, zu Jesus, wieder richtig gut aufbauen. Wie sieht das aus? Was heisst das für dich? Ja, ich wollte wieder mehr mit Gott leben. Weil in dieser Situation habe ich eigentlich Gott gar nicht mehr gespürt zuerst. Also. Aber mir ist jetzt eigentlich bewusst geworden, dass Gott eigentlich sehr wichtig ist. Ja, dass er auch hilft, auch wenn es einem mal nicht gut geht. Und Gott hilft, auch wenn es einem gut geht. Also er ist da für uns und ich will damit sagen, dass wir auch für Gott da sind, dass wir ihm auch mal danken, dass wir überhaupt auf dieser Welt sind. Ja. Du wolltest auch sonst noch Danke sagen? Mhm. Schatz, ich wollte Danke sagen, dass du da gewesen bist für mich. Mhm. Und natürlich auch der Gemeinde, dass sie gebetet haben für mich. Danke vielmals. Merci vielmals, Marco. Das haben wir gerne gemacht. Merci. Ja. Ja, diese Geschichte, danke Marco, hast du einen Einblick gegeben. Gott hilft. Und wir können alle irgendwo auch unterschiedliche Storys erzählen, wie wir Gottes Hilfe erlebt haben. Marco hat das ganz persönlich für sich erlebt. So dass du es verstanden hast. Und da passiert auch etwas. Wenn Gott eingreift, dann ist es nicht nur einfach Wohlfühl, sondern da entsteht Lebensveränderung. Und das ist wirklich toll. Ich möchte diesen Gedanken einfach zum Schluss
auf den Punkt bringen für uns, mit dem Schenken und mit dem Helfen. Was ist, wenn wir Gottes Liebe durch Helfen und Schenken weitergeben? Also noch einmal, wie hilft Gott uns? Der Name Jesus sagt es ja schon. Jesus bedeutet? Er rettet. Jesus oder Jahwe, der Herr, rettet. Das steckt schon im Programm. Name ist Programm. Jesus ist der, der retten will. Und das Wort retten kann man genauso auch mit helfen übersetzen. Was heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden? In 1. Timotheus 2,4 übersetzen einige Bibelübersetzungen auch, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Wenn die Ältesten beten für jemanden. Im Jakobusbrief, Kapitel 5, steht, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn salben mit Öl. Und ihr Gebet wird den Kranken retten, helfen. Retten, helfen. Es ist dasselbe Wort. Helfen, das ist Programm bei Gott. Jesus ist der Herr, der rettet. Und wir dürfen das erleben. Und wie macht das Gott? Indem er uns beschenkt. Er rettet uns, indem er uns das Größte schenkt, das er schenken kann, nämlich seinen Sohn, Jesus Christus. Eine meiner Lieblingsstellen steht in Römer Kapitel 8, Vers 42. Ich brauche doch wieder deine Hilfe, Raffi. Genau, und hier steht es, Römer 8, 32, über das größte Geschenk. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns dann mit ihm nicht alles andere schenken. Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns dann nicht mit ihm alles andere schenken. Jesus genügt. Was, wenn wir in dieser Adventszeit ganz bewusst Gottes Liebe in Aktion setzen, durch Helfen und Schenken? Wie Gott mir, so ich dir. Ich habe drei Fragen, die uns helfen können für die Vertiefung. Während einem Instrumentalstück lade ich euch ein, darüber nachzudenken. Es sind vier Fragen sogar. Einfach mal persönlich zu überlegen, wie gut bin ich eigentlich darin, mit Helfen und Schenken die Liebe weiterzusagen. Ich zum Beispiel bin ein sehr schlechter Schenker. Ich bin immer überwältigt, wenn jemand das so gut kann, die Geschenke machen. Ich dachte, oh, das ist mühsam. Es kommt mir immer viel zu spät in den Sinn, dass man da Geschenke muss man eben vorbereiten, das ist noch blöd. Aber ich bin da nicht so stark und doch möchte ich es auch lernen. Aber vielleicht bin ich besser beim Helfen. Aber wo bist du gut? Schenken, helfen. Es gibt ja noch drei andere Liebessprachen. Wenn du merkst, das liegt mir beides nicht so, kannst du dich auf die nächsten beiden Predigten freuen. Und doch ist die nächste Frage, wen kenne ich, der seine Liebe besonders mit Helfen oder Schenken ausdrückt? Vielleicht kennst du jemanden, der das super gut kann, schenken. Oder du merkst, die Person, die ist einfach da und hilft. Beobachte, mach dir ein bisschen Gedanken, was ist die Eigenart dieser Person? Und dann überleg dir selber, wie könnte ich dieser Person auf die Art Liebe zeigen, wie sie es am besten versteht? Also wie könnte ich jemandem, der spitze ist im Schenken, mit einem Geschenk zeigen, dass auch ich ihn mag? Und dann nicht denken, oh Scheibe, ich kann nicht gut schenken, der macht das sowieso viel besser, ich lasse es gerade sein. Nein, wie könnte ich der Person mit einem Geschenk oder einer Hilfe zeigen, dass ich sie mag? Das ist so ein bisschen, damit wir dieses Thema vertraut werden mit. Aber mit den zwei letzten Fragen, was möchte mir Jesus heute sagen und was mache ich damit, kommen wir noch einen Schritt weiter und überlegen uns, was rät eigentlich Jesus jetzt? Hat Jesus zu dir gesprochen über seine Rettung zu dir, über seine Hilfe, die er dir geben möchte? Hat Jesus heute zu dir gesprochen über sein Geschenk? Oder darüber, dass du selbst aktiv werden könntest in einem Bereich? Lass mich beten. Jesus Christus, ich danke dir für dein riesiges Geschenk, dass du dich selbst uns hingegeben hast.
um uns zu retten und zu helfen. Lass es uns in dieser Adventszeit genießen, aufnehmen, neu entdecken, diese Liebe, die du zu uns hast. Und hilf uns, nach dem Motto zu leben, wie Gott mir, so ich dir. Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lass deine Liebe durch uns fließen, zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nächsten, zu unseren Angehörigen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Schulkollegen. Wie Gott mir, so ich dir, damit deine Liebe zum Ziel kommt. Amen.